Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lifeless Planet. Ja, wir sind im Inferno angekommen und mir schwant hier ganz doll das Böse, dass wir jetzt hier echt die Arschkarte gezogen haben. Aber wir werden jetzt mal hier runtertun und einfach mal schauen, wo wir hier hin müssen. Ich glaube, dass es nicht sehr einfach wird, diesen Weg hier zu beschreiten. Aber nun gut, wow. Wo sollen wir denn hier hin? Da kommen wir doch im Leben nicht rüber. Ah, da hinten ist ja was. Ich denke mal, wir müssen einen kleinen Umweg wieder mal machen. Hier durchs Gebüsch irgendwie. Kommen wir hier durch? Ja, es scheint so, das könnten wir hier rumflitzen. Oh oh. Da scheint... Wow, wir kriegen... Super, erweiterten Schub haben wir bekommen. Ich nehme mal an, hier können wir sonst... Können wir hier nichts machen. Und jetzt können wir dann da über diese komische Rampe fliegen wahrscheinlich. Wow, der Planet macht mir langsam echt Angst. Wir haben hier jetzt echt, glaube ich, ein hartes Stück Arbeit vor uns. Und wenn wir hier abstürzen, dann sind wir ein kleines Astronautengrillhähnchen. Gut, aber das werden wir, glaube ich, nicht so weit kommen lassen. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier... Jawohl. Oh. That's a bit toasty. At least it's a dry heat. Okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie... Wow. Oh, scheiße. Ja gut, da hätte ich auch dran denken können, dass man da nicht drauf treten darf. Okay. Da müssen wir das nochmal neu machen und dürfen dann nicht... auf die Lava kommen. Wow. Das heißt, wir müssen hier schön drüber springen. Wow. Da liegt noch was. Okay. Obsidian. Ach, das kennen wir doch aus Minecraft. Ja, super. Dieses aus Lava entstandene Glas bestätigt die vulkanischen Aktivitäten in dieser Region. Die tiefschwarze Farbe des Obsidians ist faszinierend. Umso faszinierender, dass es auf einem extrasolaren Planeten gefunden habe. Okay. Jetzt ist nur die Frage. Ah, wir müssen darüber. Wow, wir haben hier echt... Alter Schwede, wo müssen wir denn hier hin? Oh, jetzt wird's... Ich glaube, jetzt wird's ganz lustig. Okay, das haben wir auch geschafft. Wow, das ist stark gemacht hier. Also, Hut ab. Hut ab. Oh, scheiße. Wo müssen wir denn hin? Ich habe keine Ahnung. Ah, wir müssen hier rüber. Okay. Ich frage mich die ganze Zeit, wo uns der Weg hier wohl hinbringen wird. Aber möchten wir das wirklich wissen? Ich bin mir da im Moment nicht ganz so sicher. Okay, so, jetzt geht's. Wow, 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 wow. Da hinten ist wieder grün. Aber hier geht's nicht weiter. Ach, da geht's weiter. Oh, scheiße, ist das weit. Wow. So, da können wir wahrscheinlich nicht rüber. Aber da könnten wir rüberkommen. Und hier ist... Wow, hier ist alles kaputt. I am medium rare. Oh, ich bin rosa angebraten. Huhu, super, jetzt sind wir... Scheiße, wir sind schon wieder gestorben. Oh, Kacke, jetzt müssen wir wieder alles neu machen. Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Ich weiß nur noch nicht genau, wie das gehen soll. Aber nun gut, wir versuchen unser Glück jetzt nochmal. Schwupp. Dann werden wir wohl hier rüber gehen, wa?
Okay. Und dann werden wir wohl mal darüber tun. Tja. Meine Fresse, ist das hier dunkel. Ich frage mich die ganze Zeit, wo wir hin sollen. Oh Scheiße, wir sind schon wieder tot. Boah, also ich finde den Weg vor lauter Lava nicht. Irgendwie, glaube ich, müssen wir da hinten rüber, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir von hier da hinkommen. Ich glaube, dann sind wir dermaßen Matsche. Ich glaube, wir gehen nochmal zu dem komischen Turm, der da abgekackelt ist. Und probieren nochmal unser Glück daher. Vielleicht können wir ja an dem Turm vorbei irgendwie. Das sieht schlecht aus. Das sieht richtig schlecht aus für uns. Okay. Tja, es ist die große Frage, wohin mit uns? Vielleicht kommen wir ja da irgendwie hin. Oho, oho, oho. Wow. Alter Falter. So. Ich glaube, das sieht hier schon ganz gut aus, wo wir jetzt sind. Jetzt müssen wir nur schauen, wo wir hier hin müssen. Okay. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Ich glaube schon. Okay, das sieht gut aus. Wow, hier haben sie ganz viele Türme erbaut. Wow. Ja, aber hier geht's nicht weiter. Hier ist Endstation. Scheiße. Wie kommen wir denn darüber jetzt? Also ich würde sagen, hier ist Endstation für uns erstmal wieder. Weil hier gibt es kein Durchkommen. Das verstehe ich jetzt nicht so wirklich, warum wir überhaupt hier rüber können. Da hinten ist ein Stein. Aber so weit können wir nicht. Ich glaube, wir gehen nochmal zurück. Und gehen jetzt mal hier rüber. Okay, das hätten wir. So, jetzt können wir wahrscheinlich hier irgendwie die Löcher zumachen. Atmosphere conditions, space suit.
Okay, jetzt können wir wieder zurück. Und schauen dann mal, ob wir jetzt da hinten weiterkommen. Oh, ich glaube, wir können über den Turm. Jawohl. Cool. Oh, oh, jetzt wird's schwierig. Jetzt müssen wir genau da drauf kommen. Und dann hier runter. So, das hätten wir. Oh, wir haben es geschafft. Kinders, wir haben es. Was war das? Da hat doch jemand gehustet. Okay, ist die Frau hier auch irgendwo? Unsere Gönnerin? Ja, da ist sie. Oh, ich glaube, der geht's nicht so wirklich gut. Помоги, подними. Oh Scheiße. Jetzt müssen wir ganz nach oben. Wie soll man denn da hinkommen? Okay, wir gehen mit der guten Frau auf Reise. Wow, das wird ein hartes Stück Arbeit, hier hochzukommen. Wow. Das nenne ich mal... Wow! Das nenne ich mal eine Rettungsaktion, wa? Okay. Wir kommen der Sache näher. Okay, das war nicht weit genug. Scheiße. Ach, da geht's her. Okay, wir müssen noch weiter hoch. Wow. Krasse Kacke. Aber sie ist echt stark gemacht. Also, das ist schon... Wow, faszinierend. Jetzt müssen wir gucken, wie wir da rüberkommen. Ich glaube, dass... Oh, das war... Ja, das ging auch noch. Okay. Wir sind fast am Ziel. Cool, wir sind oben. Wie kommen wir jetzt ganz da hoch? Okay. Geile Sache. Wir haben sie bis oben hin befördert. Oh Scheiße, es ist unser Jetpack schon wieder außer Betrieb. Ich glaube das alles gar nicht. Die russische Frau scheint eine stark modifizierte Biologie zu haben. Als wir durch ein vulkanisches Gebiet kamen, begann sie zu ersticken. Der Sauerstoff aus meinem Anzug half ihr nicht und sie erholte sich erst, als sie ausgeatmete Gase aufnahm, einschließlich Kohlendioxid. Es scheint, dass ihr Körper irgendwie teilweise photosynthetisch ist. Er kann Kohlendioxid aufnehmen und in Sauerstoff umwandeln, wie die Pflanzen auf der Erde. Zwar würde dies ihr Überleben in einer sauerstoffarmen Atmosphäre erklären, aber ich verstehe nicht, wie sich diese Beobachtung wissenschaftlich erklären lässt. Okay, wir folgen ihr einfach mal. Ich bin mal gespannt, wo sie uns überhaupt hinführt. Das nächste Portal. Beziehungsweise nicht das nächste Portal, sondern hier ist wieder so ein Tor.
Wow. Und da unten geht's auch irgendwie weiter. Da ist auf jeden Fall eine ganz komische Brücke. Jetzt gehen wir doch mal gucken, ob es hier noch was gibt, was wir entdecken können. Also sehr umfangreich das Spiel, das hätte ich nicht gedacht. Wow. Ich befürchte, dass wir da auf jeden Fall erstmal hin müssen. Wo ist sie denn, die gute Frau jetzt? Hallo, wo bist du? Ah, sie kommt da hinten erst. Mal schauen, ob wir das hier öffnen können. Ja, es sieht ganz danach aus. So, dann wollen wir doch mal schauen. Nein, wir können natürlich nichts machen. Das war klar. Jetzt warten wir mal, bis die gute Frau, glaube ich, kommt. Hier ist wieder kein Strom auf dem Laden drauf. Wir müssen... Ja, da hinten rüber. Da müssen wir wahrscheinlich wieder so einen Energiestein einsetzen. Oh, das wird schön. Ja komm, Ölleken, du könntest doch mal ein bisschen schneller laufen, damit wir heute noch fertig werden. Also wir müssen wieder Strom in dieses Tor erstmal einbringen, damit wir hier weiterkommen. Um dann zu schauen, wie sich die Geschichte fortsetzt und ob wir dann vielleicht doch noch von diesem Planeten hier wegkommen. So, jetzt gehe ich mal dahin. Hallo? Hallo? Nein, also wir müssen erstmal darunter, um da hinten rüber zu kommen. Gut, aber an dieser Stelle würde ich erstmal eine kleine Pause machen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich schon auf die nächste Runde Lifeless Planet und würde mich freuen, wenn ihr auch dann mit dabei seid. Okay, bis dahin. Tschüss!